vermeintliche Programme umgesetzt werden können und eben nicht von der AfD. Richtig, ganz genau. Und ganz genau. Mitnichten von der AfD, sondern von ganz anderen Parteien, unter anderem zum Beispiel auch durchaus Beteiligung, Grüne etc., die diese letzten Pakete beschlossen oder beschließen wollen. Richtig. Ja, hi, herzlich willkommen. Mega, dass ihr alle wieder mit am Start seid zu Popping Passive 9 mittlerweile. Schon wieder eine Woche um und an dieser Stelle einfach auch nochmal kurz, wie immer, aber eben überhaupt nicht selbstverständlich, danke für das ganze nette, liebe, positive Feedback zur letzten Folge, auf die wir ja auch mit Sicherheit, ihr kennt das Spiel, heute das ein oder andere Mal Rekurs nehmen werden. Und heute, kurz vor Jubiläum, ein lang angekündigtes Novum und doch altbekannt aus seinem eigenen Format Sonntag. Wir haben mit Dr. Uwe Dreist-Holtkamp einen Mitgestalter der heutigen Folge endlich und gucken heute mal zusammen, wo uns die wirschen Gedanken so hinführen. Was machen wir heute? Ja, ho ho ho, wir bauen den Lego Star Wars Adventskalender. Die 75395 und das am 6.9. Ja, komisch oder jedoch wird genau diese Zeitlichkeit heute eine elementare Rolle spielen. Zu welchem Thema könnte dieses Opening passen? Zu welchem Thema könnten wir es nutzen, metaphorisch transferieren in unseren Popping Passive Dialog? Und zwar wird es heute gehen um, beziehungsweise wir werden uns auseinandersetzen mit und einen kleinen Diskurs starten zu Tempus Sumus, wir ist Zeit. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen und mega, dass es geklappt hat, an dich, Uwe. Wie bereits erwähnt, bauen wir gerade im Hintergrund den Lego Star Wars Adventskalender und wollen, so hart es ist, passenderweise nochmal den Transfer zum vergangenen Sonntag suchen, aber eben auch zum Sonntag suchen, vergangenen. Bildlich öffnen wir Türchen, ohne im Vorhinein zu wissen, was uns erwartet. Lediglich, ja, der Kauf hat uns dazu bewegt, die Zeit des Öffnens vorzuprägen, durch das Was, das Wann, passend zum Adventskalender im September, ist hier dann vielleicht gerade in der Kombination aus Raum, Zeit und Tun elementarer Bestandteil des Diskurses. Also Hand aufs Herz, was haben wir durch die Wahl am vergangenen Sonntag gekauft? Welches Türchen im metaphorischen Sinne wurde hier geöffnet? Ja, Lukas, zunächst mal vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich komme gerne darauf zurück und nehme gerne Stellung. Türchen des Adventskalenders, ich finde das also ein sehr passendes Bild, gerade auch unter dem Gesichtspunkt von Zeit, Zeitlichkeit und Ähnlichem. Denn beim Adventskalender ist es so, der kommt ja nun einerseits in der Zeit vor. Wir könnten, die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen können, wie er zeitlich im Jahreszyklus zu verorten wäre. Dann gibt es Türchen, die geöffnet werden. Und einerseits ist das so, dass man irgendwie schon weiß, was sich dahinter befindet. Also das kann ein Bild sein, das kann man beleuchten. Das kann ein Stückchen Schokolade sein. Es gibt Adventskalender von Parfümerien, die dann Parfümflakons enthalten und dergleichen Dinge mehr. Und natürlich Adventskalender, die dann vielleicht Legosteine oder sonst etwas enthalten. Also man weiß irgendwie genau, was dahinter sich befindet, hinter dem Türchen. Man öffnet es aber dann doch, weil man ja irgendwie dann auch die Überraschung, die damit trotzdem verbunden ist, mag und erwartet. Und irgendwie weiß man Bescheid und dennoch ist es trotzdem immer wieder neu. Man weiß, am 24. wird vermutlich irgendwie ein besonders großes, was auch immer, sich hinter dem Türchen verbergen. Und es sind 24 Türchen und all diese Dinge mehr. Ja, wenn man jetzt also das mal nutzt, diese Erfahrung mit Adventskalendern, um zu fragen, welches Türchen wurde da jetzt am letzten Wochenende geöffnet durch Wahlen in zwei Bundesländern, dann kann man auch sagen, irgendwie wusste man schon, was sich jetzt dahinter verbergen würde. Und diese Erwartung ist ja dann leider auch nicht enttäuscht worden. Und andererseits wissen wir natürlich alle nicht,
wie sich das, was sich da ereignet hat, weiterhin ereignen wird, das heißt, zu welchen Ereignissen oder Nicht-Ereignissen das noch führen wird. Wir wissen bestimmte Dinge, die sich in der Zeit abspielen werden, nicht. Und das ist nichts, was sich sozusagen blind an uns vollzieht, sondern das ist etwas, was auch zum Teil jedenfalls auf uns verweist, auf uns verwiesen ist. Es hängt auch von unserem Eingriff ab. Es hängt im Grunde genommen davon ab, ob da dieses, ich habe es mal etwas flapsig Ereignis genannt, wirklich ein Ereignis in einem bestimmten Sinne genannt werden kann. Also ein Ereignis, das eventuell eine spezifische zeitliche Kontinuität unterbricht, sie als Nicht-Ereignis, als Pseudo-Ereignis vielleicht auch nur einfach fortsetzt. Das ist etwas, darauf kommt es mir jetzt an, was nicht von vornherein festgelegt ist, was auch durch die Zeit nicht festgelegt ist, sondern was ja mit unserem Tun zusammenhängt. Und dieses unser Tun ist immer auch etwas, was man bezeichnen kann als Zeitigung von Zeit. Das klingt jetzt sehr schwierig, es wird aber sofort einfach, wenn ich mal auf ein bestimmtes historisches Ereignis rekurriere. Vor nicht allzu langer Zeit, da ist sie wieder die Zeit, haben wir entweder den 14. Juli gefeiert, den französischen Nationalfeiertag, oder zumindest dieses Ereignisses gedacht. Ja, was war der 14. Juli 1789, um den geht es. Da war der Sturm auf die Bastille in Paris, das alte Gefängnis, das Ancien Regime. Und da passiert nun etwas Entscheidendes. Der König, Ludwig XVI., schreibt am Abend dieses 14. Juli 1789 in sein Tagebuch rien, nichts. Und auf eine bestimmte Art und Weise hat er damit nicht nur Unrecht gehabt, er hat auf eine für ihn fatale Art und Weise auch Unrecht gehabt, aber eben auch Recht insofern nämlich, als dass an diesem 14. Juli 1789 ja noch gar nicht klar war, was denn jetzt aus diesem, in Anführungsstrichen, Ereignis werden würde, ob es ein im einem bestimmten Sinne tatsächliches, unterbrechendes, ja revolutionäres Ereignis werden würde, oder nicht. Es hätte auch schlicht und ergreifend alles ganz anders ausgehen können. Ja, die Zeit, historische Zeit, ist nichts, was da sozusagen von vornherein festliegen würde und sich dann einfach nur abspielen würde, sondern sie hängt eben auch vom Eingriff der Beteiligten ab. Und das hat sich eben speziell an diesem 14. Juli oder im Rekurs auf den 14. Juli gezeigt und zeigt sich weiterhin. Und wir wissen auch gar nicht, wie es weitergehen wird. Ja? Was aus diesem Ereignis, französische Revolution, denn so alles noch möglich werden wird. Gäbe es ein Ende der Zeit, dann könnte man natürlich sagen, okay, also da hat sich etwas zu diesem Ende hin entwickelt. Gibt es dieses Ende der Zeit nicht? Geht es weiter? Läuft die Zeit weiter, auch als Zeitigung von Zeit weiter? Und das führt uns dann, und damit werde ich jetzt diesen ersten Teil auch mal beschließen, dauert ohnehin schon zu lang, diese wunderschöne Bestimmung, die Friedrich Schiller vorgenommen hat, nicht? Dreifach ist das Maß der Zeit. Langsam kommt die Zukunft angezogen. Pfeilschnell ist die Gegenwart verflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Wunderschön, aber leider falsch, denn die Vergangenheit, um das mal an ihr klarzumachen, steht ja gar nicht ewig still, sondern es gibt bedeutungskonstitutive Veränderungen, die eben auch ein Ereignis in der Vergangenheit, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, überhaupt erst zum Ereignis werden lassen, ja, unter Umständen, vielleicht aber auch nicht, und auch weiterhin bedeutungskonstitutiv in die Vergangenheit eingreifen und dadurch das bestimmen, was Zeit für uns als bedeutungsvolles Multiversum, als polyvalentes Geschehen überhaupt ausmacht. So, ja, jetzt erstmal bis zu diesem Punkte, sonst rede ich noch länger, als das ohnehin schon angesagt ist. Überhaupt nicht. Einmal nur zurück zu unserem metaphorischen Vergleich. Gab es eine, hier am Ende des Tages natürlich bezüglich Adventskalender, wirtschaftliche Entscheidung, welche Figur, welcher Minibild wir hinter welchem Türchen erwarten. Es wurden also zeitlich geprägte oder zu prägen wollende Momente genutzt, um den Kalender attraktiver zu machen. So birgt beispielsweise die
Sailbarge, Jabba's Sailbarge, einen kleinen Teaser auf das ja, kommende UCS-Set. Die Figuren im netten Winterpulli, eine Ergänzung zu den bereits releaseden Figuren im gleichen Design der letzten Jahre, beziehungsweise im dementsprechend letzten Kalender. Hier ein kleiner Rekurs zur, boah, jetzt müsste ich nachgucken, ich glaube Folge 7, in der wir ja die steile These aufgestellt haben, dass es sowohl in Aktion und Reaktion sowie vor allem der damit verbundenen Auseinandersetzung durch beispielsweise Kritik aufgrund der Zeit nie persönlichen Bezug geben kann. Wenn ich argumentativ auf etwas Bestehendes reagiere, ist die vorhergehende, eigentlich sehr passend zu dem gerade, zu deinem Zitat, ist die vorhergehende Aktion der mir nunmehr dargelegte Sandkasten. Ich kann jedoch diese reagierende Kritik nur aus dem vorhandenen, nicht aus dem eigenen Sand bauen. Hier hatten wir bereits, ja, in, ich glaube, auch der letzten Folge oder der vorletzten Folge das Beispiel der vergangenen US-Wahlen, beziehungsweise der vergangenen US-Wahlen, bei der Trump dann tatsächlich den Wahlsieg errungen hat, der letztendlich mitbegründet wurde durch den vermeintlichen Rechtfertigungsdruck der DemokratInnen bezüglich Leaks etc. Nutzen wir den eigenen Sand, die eigene Aktion, können wir kritisch Neues begründen und Ansätze liefern, doch dazu später nochmal, um bei steiler These und der Zeitlichkeit der heutigen Folge zu bleiben, reagiert die Politik lediglich auf die von der AfD als Partei, aber auch Metapher der Gesellschaft geöffneten Türchen. Muss die AfD überhaupt noch, das fand ich zum Beispiel im letzten Wahlkampf und gerade auf eine ganz perverse Art und Weise, gerade nach Solingen, vielleicht war es auch, kannst du mich verbessern, vielleicht war es auch nur ein subjektives Gefühl, hatte ich das Gefühl, die einzigen, die sich still und heimlich, aber eben still und heimlich ins Fäustchen gelacht haben und von denen man überhaupt nichts mehr gesehen hat, vor dem Wahlkampf, war aus meiner Sicht die AfD. Muss die AfD überhaupt noch aktiv agieren? Oder reicht die vermeintliche Reaktion vieler Parteien, um den vermeintlichen Sandkasten ja, weiter zu sein, für die AfD aus perverser Sicht weiter zu sein? Oder anders gefragt, können wir mittlerweile, du hast es in der letzten Woche bei Sonntag erwähnt, können wir mittlerweile von einer AfD-Sierung der Demokratie sprechen? Ich meine, es ist ja letztendlich ganz simpel, wenn selbst ein Schützinnenverein wie der Verfassungsschutz die Thüringer Parteispitze und nicht nur in persona, sondern in Teilen gesamtstrukturell als gesichert rechtsextrem einstuft und wir von über 30% reden, bei einer, und das muss man zusätzlich erwähnen, bei einer extremen Wahlbeteiligung und vor allem gerade junger Generation liegt hier ja ein Trend aus meiner Sicht nah. Ja, ich würde dir da schon zustimmen. Leider muss ich dir da an vielen Punkten zustimmen. Um es mal paradox zu formulieren, ich bin in der Tat der Meinung, dass die AfD gar nicht regieren muss, in Anführungsstrichen regieren, um zu regieren. denn die AfD, es gibt da so eine verharmlosende Auffassung, die argumentiert dann immer so, dass gesagt wird, naja, also 30% für die AfD, 30% Wählerstimmen für die AfD, das ist ja alles schon ganz schrecklich und das ist ja auch ganz schön viel. Aber wenn 30% schon viel sind, dann sind 70%, die dann eben nicht AfD gewählt haben, noch viel mehr. Und infolgedessen sollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Also schlimm ist es, aber auch so schlimm ist es wieder nicht. Ja. Und das verkennt natürlich vollkommen, dass die AfD überhaupt nicht an irgendeiner Regierung beteiligt sein muss, um Politik zu bestimmen. Sondern das hat sie getan seit ihrer Gründung, das tut sie weiterhin und das tut sie natürlich auch, indem sie beispielsweise dass die Grenzen des Sagbaren verschiebt, indem sie andere politische Kräfte zwingt, irgendwie also sich auf sie und ihre Programmatik und ihr Politikverständnis hin zu orientieren. So nach dem Motto, also man darf denen ja nicht das Feld allein überlassen. Und ja, denkt zum Beispiel an die Europawahl, wo dann Frau Strack-Zimmermann heißt sie, glaube ich, von der FDP auf einem Wahlplakat zu sehen war. Und da stand dann drunter, Migration regeln,
sonst tun es andere. Und das ist genau so eine Geschichte. Ja. Wir müssen also schon irgendwie, ja, regulierend, was meint ihr denn mit Regeln? Regulieren meint irgendwie weniger Migration. Wir müssen Grenzen dichter machen, wir müssen Menschen abschieben und dergleichen Dinge mehr. Das ist sozusagen implizit hier. Und wenn wir das nicht tun, dann tun es andere. Und das zeigt eben, in welche Richtung das geht. Die AfD muss gar nicht mehr direkt eingreifen. Die anderen tun das in einer Art von vorauseilendem Gehorsam. Die machen AfD-Politik, um Schlimmeres zu verhüten. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz entsetzliche Konsequenz aus dem Wirken der AfD. Also das muss man einfach mal als allererstes sehen. Und dann natürlich, ich habe gesprochen von einer in die Vergangenheit wirkenden Bedeutungsverschiebung, von Bedeutungskonstitutionen, die sich aufeinander beziehen und in einem spezifischen Ensemble dann neue Bedeutungen generieren. Jetzt an diesem Punkt könnte man sagen, ja, AfDisierung der Demokratie, ja, das könnte man so sehen, wenn nicht, und jetzt schließt sich der Kreis, wenn nicht auch die Demokratie, die da AfDisiert wird, sich nicht möglicherweise in etwas ganz anderes verwandelt. Ja. Ja, wie demokratisch ist eine AfD-isierte Demokratie genau. Dennoch? Genau. Und die AfD-isierung der Demokratie, die wirkt, es ist nicht so, es gibt die Demokratie und die gibt es und dann wirkt da irgendwie die AfD noch. Nein, umgekehrt. Die AfD wirkt und dann verschiebt sich zumindest das, was Demokratie heißt und bedeutet und bedeuten kann und bedeuten soll und so weiter. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe und für die also das Bewusstsein überhaupt noch nicht entwickelt ist. Die wir auch, also um da nochmal zurückzukommen zu diesem Sandkasten, und du hattest gerade die FDP-Wahlplakate, ich finde, und das eben so erschreckend, da das Bild, egal wo man entlang gefahren ist, wo man welche Auftritte gesehen hat, war es nämlich genau dieses Konzept. Richtig. Die Grünen fallen mir als erstes noch zusätzlich ein, die dann irgendwie auf gleich großen 3x6 Meter Plakatwänden irgendwie bezüglich Nationalhymne auszuhören, Einigkeit und dann aber gegen Rechte für genau, Freiheit. Genau. Also sprich, es war immer nur den gesamten Wahlkampf, egal von welcher Seite, vermeintlich gegen rechts, gegen, also quasi, da sind wir bei dieser Aktion, die ich, oder dieser Reaktion, die ich beschreibe, als es gibt keine persönliche Aktion mehr, weil sobald ich nur noch auf das reagiere, ist quasi die andere Sandburg schon gebaut. Und ja, was du gerade beschrieben hast, ich meine, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Prinzipiell müsste man so oft es geht drauf eingehen. Hast du letzten Sonntag schon gemacht? Ist erschreckend, was da in puncto, ich sage mal jetzt ganz polemisch, in puncto, vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, zu verurteilen, das Wahlprogramm der AfD mittlerweile anscheinend nicht nur in Broschüren anderer Parteien stehen müsste, sondern im Moment tatsächlich auf der Agenda anderer Parteien steht. Und wenn Einzelereignisse dann geschehen, ich will das überhaupt nicht schmälern, aber eben egal wie intensiv oder schlimm sie sind, wie schnell dann plötzlich vermeintliche Programme umgesetzt werden können und eben nicht von der AfD. Richtig, ganz genau. Und mitnichten von der AfD, sondern von ganz anderen Parteien, unter anderem zum Beispiel auch durchaus Beteiligung, Grüne etc., die diese letzten Pakete beschließen wollen. Richtig. Ich sage jetzt mal, ich meine, es wird wahrscheinlich dann dementsprechend kommen, aber ich sage jetzt mal noch beschließen wollen. Und da reden wir dementsprechend über Pakete, die ja aus meiner Sicht teilweise schon aus Menschenrechtsgründen einfach nicht möglich sind. Aber lassen wir das mal so stehen. In diesem Sinne, welches Türchen können wir bei einem Adventskalender im September nunmehr öffnen, um hier neue Anreize zu setzen, die du gerade auch erwähnt hast? Welcher Inhalt fehlt? Oder viel dramatischer, welcher Inhalt macht diesen ganzen Sermon, Quatsch und schwachsinnigen rechtsextremen Scheiß so attraktiv? Und wie generieren wir wieder Aktion weg von der anfangs beschriebenen, aber jetzt auch gerade nochmal beschriebenen, dauerhaften Reaktion und man könnte auch sagen Dauerschleife der Politik? Ja, das ist natürlich in gewissem Sinne die Kardinalfrage, die sich natürlich so ohne weiteres mit zwei, drei Sätzen nicht so einfach beantworten lässt.
Reaktion, ja, Reaktionen sind auch notwendig. Also wenn zum Beispiel, jetzt glaube ich, in Essen soll demnächst irgendwie eine größere, ach ja, die AfD will in Essen, und zwar im Theater irgendwie in Essen mit den Bürgern diskutieren. Ha, ha, ha. Und da haben sich jetzt Theater, Kunstschaffende haben sich jetzt schon zu Wort gemeldet, die organisieren Protest dagegen. Und das ist natürlich etwas, was man unbedingt unterstützen muss. Man kann allerdings auch sagen, und bis zum gewissen Grade muss man das auch sagen, das ist natürlich auch wieder nur in Anführungsstrichen Reaktion. Also man, die AfD macht etwas und dann macht man etwas dagegen. Wie gesagt, also das will ich nicht in Abrede stellen, das ist notwendig, aber das allein kann es und darf es nicht sein. Du hast jetzt gesagt, wieso ist dieser rechte Diskurs, du hast ein etwas drastischeres Wort benutzt, egal, wieso ist der eigentlich so schrecklich attraktiv? Da kann ich natürlich auch nur ganz allgemein antworten in der Kürze der Zeit. Ich kann natürlich verweisen auf diverse Vorträge im Rahmen des Sonntags. Das werden wir auch weiter fortsetzen, kann ich versprechen. Hier an diesem Punkt nur Folgendes. Man kann das Ganze nicht trennen von den Funktionsmechanismen einer kapitalistischen, einer bürgerlich-kapitalistischen, warenproduzierenden, auf Wertverwertung angelegten Gesellschaft. Die Funktionsweise dieser Gesellschaft ist an wesentlichen Punkten vermittelt. Das heißt, sie tritt nicht unmittelbar in Erscheinung. Sie kann nicht unmittelbar Gegenstand eines unmittelbaren Bewusstseins werden. Und unter anderem deshalb ist eine spezifische Personalisierung, die sich richten kann gegen Migrantinnen, gegen Bürgergeldbezieherinnen, Transfereinkommensbezieherinnen, gegen LGBT-People, gegen andere, die aus welchen Gründen auch immer als nicht dazugehörig wahrgenommen werden, ist eine derartige Personalisierung eigentlich unvermeidlich. Angreifen kann man diese Personalisierung, also die sind dann schuld daran, dass, ja, für diese merkwürdigen Gestalten, die sich da auf Love Parades oder sonstigen Lustbarkeiten herumtreiben, dafür gibt es Geld, aber für mich gibt es kein Geld. Die Migrantinnen, die bekommen alles hinterhergeworfen und wir echte und wahre Deutsche, arbeitende Deutsche oder solche, die mal gearbeitet haben, die bekommen es eben nicht, die müssen leiden. Und also ihr kennt diese ganze Geschichte. Ja, was kann man gegen derartige, gegen ein derartig falsches Bewusstsein, sei das mal sehr traditionell, eigentlich ausrichten? Es wäre jetzt hier vieles zu nennen. Ich will mich mal auf einen Punkt beschränken, der jetzt im Moment, wie mir scheint, immer zu kurz kommt. In Deutschland und auch in anderen Ländern der EU scheitern Probleme, die es mit der Migration gibt, nicht an fehlenden Ressourcen. Sondern sie scheitern, wenn sie denn scheitern, und in vielerlei Hinsicht scheitern sie, an einer spezifischen, einer klassenspezifischen Verteilung von Ressourcen, einer klassenspezifischen Aneignung von Ressourcen. Und diese Art der Verteilung bedroht nicht nur, in ganz dicken Anführungsstrichen, nicht nur die migrantische Bevölkerung, sondern eben auch einen tendenziell wachsenden Teil der nicht-migrantischen Bevölkerung. Die Zahl der Migrantinnen, die Anzahl der Migrantinnen stellt ebenso wenig eine materielle Bedrohung dar wie die Zahl der Rentnerinnen, der Bürgergeldbezieherinnen oder anderer Menschen, die eben, ich habe darauf hingewiesen, auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind. Dies würde sofort klar, sofern nur Macht-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse in die Analyse einbezogen werden, was aber nicht geschieht. Wenn das geschehen würde, dann erwiese sich, dass die Umkehrung einer hegemonialen Demagogie, wie sie beispielsweise in einer NPD-Wahlkampfparole, die in Dortmund überall plakatiert war, zum Ausdruck kommt, dass die Umkehrung dieser Demagogie tatsächlich stimmen würde. Diese Wahlkampfparole der NPD lautete schlicht und ergreifend: kein Geld für Sinti und Roma, mehr Geld für die Oma. Jetzt kann man drüber lachen, wenn einem das nicht im Halse stecken bleibt. Entscheidend ist hier etwas anderes. Wenn kein Geld für Sinti und Roma zur Verfügung steht und kein Geld für die Oma zur Verfügung steht, dann eben deshalb, weil bestimmte Macht-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse so sind, wie sie sind. Die Umkehrung würde stimmen, würde man durchsetzen können, dass mehr Geld für Sinti und Roma zur Verfügung stünde, dann
Würde das eo ipso auch bedeuten, dass mehr Geld für die Oma zur Verfügung stehen würde? Das heißt, in einem bestimmten Sinne, noch zu präzisierenden Sinne, ist auch ein wachsender Teil der nicht-migrantischen Bevölkerung immer schon an diesem Punkte, nicht grundsätzlich, nicht in allen Punkten, aber an diesem Punkte in der Position der migrantischen Bevölkerung. Wenn das aber so ist, dann ergeben sich Möglichkeiten der Verbindung und möglicherweise sogar, das wäre jetzt eine Fernperspektive, der gemeinsamen politischen Aktion. Und gerade deshalb, und das sage ich jetzt noch einmal dazu, gerade deshalb ist das, was beispielsweise das Bündnis Sahra Wagenknecht machte und macht, nämlich jetzt einfach den hegemonialen Diskurs einfach fortzuschreiben, indem man ja sagt, ja, aber mit der Migration ist das ein Problem und die muss anders organisiert werden und dergleichen. Die Leute, die sich dagegen wehren, die haben doch durchaus recht und so weiter. Nee, haben sie nicht. Was dort nicht gesehen wird, ist nämlich genau die Tatsache, dass diese Art der Argumentation die entsprechenden, von mir jetzt Macht-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse genannten Verhältnisse affirmiert. Das ist ein affirmativer Diskurs, der mit den entsprechenden rassistischen und faschistoiden bis faschistischen Vorstellungen, wie sie beispielsweise auch bei der AfD zum Ausdruck gebracht werden, nicht brechen kann. Ja, und deshalb muss auch hier zunächst einmal bewusst sein, man muss sich klar machen, was hier überhaupt passiert, was sich wie und warum artikuliert. Und vor diesem Hintergrund, auf dieser Grundlage können dann gemeinsame solidarische Aktionen, nicht nur Reaktionen, Aktionen, überlegt werden und auch durchgeführt werden. Das heißt also, jeder, der sich einsetzt für Bürgergeldbezieherinnen, für Menschen, die auf bestimmte Leistungen angewiesen sind, aber auch für höhere Entlohnung beispielsweise, für bessere Lebens- und Arbeitsverhältnisse und so weiter, der leistet in der Tat auch schon eine nicht ausreichende, aber durchaus auch gegebenen Widerstand gegen eine faschistische Entwicklung. Mit AfD, faschistische Entwicklung und leider Gottes auch über die AfD hinaus. Und das ist mir also sehr wichtig. Das ist etwas, was unbedingt gesehen werden muss, um jetzt aus dieser reinen Anti-AfD-Haltung herauszukommen. Und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, das mal zu vergangenen Zeiten viel deutlicher und viel klarer war, als es im Moment leider ist. Aber das ist etwas, was uns als Aufgabe aufgegeben ist und wo wir ansetzen könnten. Mhm. Passt jetzt auch zur letzten Frage quasi eigentlich auch schon. Ein Ansatz, ein neuer Sandkasten, ein neues Türchen. Die Aktion, wie wird das wir zum Inhalt, ich nenne es mal Inhalt generierenden Subjekt. Sprich, wie entscheiden wir, was ist überhaupt dieses wir, das wäre vielleicht zuerst so klären, aber wie entscheiden wir, wie der nächste Adventskalender, die nächste Wahl, Veränderung anstrebt. Frei nach dem Thema der heutigen Folge, Tempus Sumus, wir ist Zeit. Ja, ich glaube, es geht nur dadurch, dass es zu massiver Zusammenarbeit kommt von allen möglichen Gruppen und nicht nur Gruppen, sondern auch von Menschen, von Einzelmenschen, aber eben auch von entsprechend organisierten Menschen. Und zwar nicht nur im eigentlich traditionellen und etablierten politischen Bereich, so wichtig das ist und so notwendig das ist, im kulturellen Bereich, ob das jetzt Sportvereine sind oder sonst irgendetwas, Freundschaften, die im Stadtteil haben und vor dem Hintergrund, also einer bestimmten städtischen Struktur nur statthaben können und dergleichen Dinge mehr. Also da wäre sehr vieles zu sagen. Ich glaube, das muss dann organisiert werden. Also es geht im Grunde genommen um so etwas wie, jetzt könnte man es mit Deleuze, also die Multitude nennen. Das ist also ein wichtiges Zusammenarbeiten, noch nicht mal unbedingt Zusammenschluss, aber ein wichtiges Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Gruppen, von unterschiedlichen Menschen, die gar nicht in erster Linie sich dann gegen die AfD richten müssen, sondern die einfach in der Forderung nach bestimmten Lebensverhältnissen, nach bestimmten Arbeitsverhältnissen, nach bestimmten demokratischen Verhältnissen, die in dieser Forderung und in diesem Tun, in dieser entsprechenden Aktion
dann tatsächlich auch eine sehr wichtige und grundlegende Aktion gegen Organisationen wie die AfD organisieren können. Ja. Wie gesagt, so wichtig die unmittelbaren Anti-AfD-Aktionen sind, da bin ich auch immer sofort dabei, das ist nicht die Frage, aber es gibt eben sehr viel mehr und anderes zu tun. Und man darf jetzt nicht so wie das Kaninchen auf die Schlange jetzt auf die AfD starren und sagen, also ja, das ist es jetzt, ja, das ist es auch, aber es gibt eben auch noch anderes zu tun. Und wer jetzt beispielsweise sich für Diversität einsetzt oder für bestimmte Verhältnisse im Stadtteil gegen Gentrifizierung und dergleichen Dinge mehr, der wird damit mindestens eo ipso schon mal was gegen die AfD tun, ganz klar. Und auch wenn er das vielleicht gar nicht so unbedingt selbst auf dem Schirm hat, aber er wird es dann tun, sie wird es tun. Und das ist eine ganz wichtige Art und Weise, wie man eigentlich wieder, ja früher hätte man gesagt, in die Offensive kommt. Aber bitte, warum nicht? Also ich habe nichts gegen dieses Wort. Ja, vielen Dank für eure, unsere Zeit. An dieser Stelle natürlich vielen Dank vor allem an dich, Uwe. Ja, nicht vielen Spaß beim Bauen und sich vielleicht in Gedanken verlieren. Und solltet ihr gerade dieses Verlieren so sehr genießen und Bock haben, euch gemeinsam im Ping-Pong Ideen und Gedanken, wie wir jetzt gerade, gut, da ist es dann vielleicht im Moment zwecks Thematik nicht so der große Genuss, aber vom Grundprinzip und der Grundidee schon, wie wir jetzt gerade, ja, haut uns einfach an und stellt vielleicht ja schon die nächste Folge. An dieser Stelle noch einmal eine, ja, sehr passende Werbung, wie mittlerweile fast jeden Freitag. Am Sonntag starten wir im CHEP, sprich Lange Straße 35, 58089 Weringhausen, wie die letzten Wochen auch, denke ich mal. Ne, jetzt bist du ja gerade hier. Mit Sonntag und dieses Mal. Ich weiß nicht, hast du sogar schon eine Thematik? Dann können wir die hier schon anteasern oder... Ja, also am letzten Sonntag hieß das ja, überlegen, wie hieß es denn? Das hieß irgendwie Stigmatisierung, Marginalisierung, ne? Genau. Das könnte man ja jetzt fortsetzen. Stigmatisierung, Marginalisierung nach Solingen und da würde ich dann auf noch einige Punkte eingehen, die am letzten Sonntag nicht zur Sprache gekommen sind. Ja. Und die aber sehr wichtig sind und vielleicht auch nochmal etwas grundlegender zu dem, mich mit dem beschäftigen, was jetzt hier von mir gerade eben angerissen wurde. Ja, perfekt. Also ihr seht, alles irgendwie dann doch aufeinander und ineinander greifend und aufeinander aufbauend. Also vielleicht, wenn ihr das jetzt gerade hört, könnte Timeline für euch sein. Ihr habt euch den ersten Teil jetzt hier gegeben, denkt bei Weinchen oder Apfelschorle drüber nach. Kommt aufgeladen am Sonntag mit eurem Frühstück ins Chat, genießt genau. Euer Frühstück und Input und startet dann passend zum Untertitel Kaffee, Kater, Kommunikation in die offene Diskussion. Wäre, finde ich, ein Deal. Also in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, lasst gerne ein Like und ein Kommi da. Tragt euch Sonntag 13 Uhr in den Kalender ein und vielleicht sehen wir uns dann ja schon in 2 Tagen vor Ort. Genießt die Sonne und die Apfelschorle in diesem Sinne. Ciao, ciao.